Hallo ihr Lieben, ich habe mir überlegt, ich bringe mal wieder eine Kleinigkeit per Video rüber. Und zwar ganz besonders heute zum Thema Impfen. Gut, es ist ja so ein Thema, ja, ich lasse mich nicht impfen, ich lasse mich impfen, ich bin geimpft und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, es geht mir langsam auf den Sack. Lasst euch jetzt mal bitte alle impfen, denn ich bin jetzt langsam leid. Ich möchte gerne endlich mal wieder ein normales Leben führen. Und so wie es aussieht, ist es gegeben. Ich habe mich auch impfen lassen. Ich war am Anfang auch skeptisch, aber inzwischen, es tut mir schrecklich leid, selbst wenn man geimpft ist und bekommt es, dann gibt es einen relativ harmlosen Verlauf. Und ja, ich hoffe doch, dass das jetzt mal alle machen. A, möchte ich gern mal wieder ein normales Leben führen. Ich möchte mal wieder öfters auf die Bühne. Ich möchte mein Publikum wieder haben. Ich möchte volle Hallen haben und ich möchte neue Bond sehen. Und ich meine, der neue Bond, wenn er gut wird, es kann einfach nur besser werden. Es kann einfach nur besser werden, jetzt wo aber auch noch wieder da ist. Also es kann alles nur gut werden, ja. Wisst ihr, wenn ich so überlege, wenn ich so manche Argumente höre von diesen Impfgegnern, wo ich mir denke, tut mir leid, also irgendwo hakt es doch aus. Zum Beispiel hat letztens einer gesagt, ja, direkt nach dem Einstich, nach der Impfung muss man mal einen Schlüssel an den Arm halten, weil der bleibt dann magnetisch hängen, wegen dem Chip, den man in dem Moment eingespritzt bekommen hat. Okay. Es soll ja auch eine Fliege geben, die das Serum in sich trägt, also eine Stechmücke, die uns dann sticht und dann den Impfstoff in uns rein initiiert. Ist auch okay. Letztens schrie eine Ärztin bei einer Versammlung, in 3 Jahren seid ihr Geimpften alle tot. Muss ich sagen, ja, ich denke, dass es auch viel besser ist, als mit euch Idioten zusammen zu überleben. Und letztens hat mir eine Kollegin erzählt, eine Freundin von ihr, hat sich zur Fußpflege anmelden wollen. Und da sagte die Tussi von der Fußpflege, sie nimmt sie nicht, weil sie geimpft ist. Und da sagt sie, warum nehmen sie mich nicht, weil ich geimpft bin? Ja, sagt sie, wenn sie vor mir sitzen, in dem Moment, wo sie geimpft sind, dünsten sie den Virus aus und der könnte durch meine Haut dann in mich eindringen. Wisst ihr, was das Problem an dem Ganzen ist? Solche Leute dürfen am 26. September an die Urne gehen und dürfen wählen. Das macht mir Angst. Das macht mir echt Angst, dass solche Vollidioten an die Urne gehen dürfen und bestimmen, wer uns in Zukunft regiert. Das ist doch ohne Worte. Und ganz ehrlich, wenn ich das schon höre, wie Baby, du hast dich impfen lassen und dein Erbgut, Entschuldigung, was soll ein 6-jähriger Schwule mit seinem Erbgut anfangen? Erstens mal das und zweitens mal, gerade die, die am lautesten schreien, ihr fliegt doch das ganze Jahr nach Afrika, nach Asien, lasst euch Prophylaxe-Spritze für Malaria, Gelbfieber, hat noch nie einer nachgefragt, was drin ist? Ihr fresst wie Jagra, damit ihr abends einen schönen steifen Schwanz zum Ficke kriegt. Ja, hat noch nie einer gefragt, was drin ist. Ich kenne Schwule, die nehmen PrEP, das ist eine HIV-Prophylaxe, damit man abends schön bumsen kann. Hat noch nie einer nachgefragt, was drin ist. Und lest mal eure Beipackzettel, was bei euch alles im Apothekerschrank steht. Keiner weiß, was in einem Hamburger drin ist, aber ihr fresst ihn auch jeden Tag. So, das war's zum Thema, lasst euch endlich impfen. Schönen Tag.